Jung, da waren wir ganz jung. Ich bin schon wieder ganz fresh. Ich bin schon wieder ganz fresh angezogen. Guck mal, was ich hier im Kleiderschrank gefunden habe in Österreich. Ich habe noch was Rotes gefunden. Das habe ich mir nach meinem Buch. Hallo, this is my garden, Michaela 68 Haas. Hallo, ich grüße euch. Wie schön, dass ihr da seid. Hallo! Guck mal, wer ist denn alles da? Tanzen, warte. Tanzen, Trumm, Kai Koch. Kann es sein? Also, ich habe mir heute was sehr Freshes angezogen. Das habe ich in Oberösterreich gefunden. Das habe ich mir gekauft. Ich bin mir allerdings nicht so ganz sicher, ob es mich wirklich kleidet. Das habe ich mir gekauft nach meinem Buch Mein Gewicht und ich. Und damit bin ich durch die Talkshows gezogen und war irgendwie ganz glücklich, weil ich dachte, jetzt habe ich was gefunden, was man anziehen kann. Ja, schaut mal bitte. Was Freshes Rotes und dann habe ich mir schon wieder ein paar kleine Weintrauben gemacht und ich finde, wenn man die so ein bisschen stehen lässt, dann kriegen die so eine leichte, so eine leichte Eisnote und sind besonders lecker. Und der Pasquale kommt ja heute. Dann habe ich mir, bin ein bisschen nervös. Vielleicht trinke ich mir ein bisschen Mut an. Auf jeden Fall habe ich mir so einen schönen Bellini. Natürlich nicht selbstgemachten Pfirsichmark und so, sondern ich habe es natürlich aus so einer Punschflasche mir gekauft. Und der Herr Karl ist nicht da, der konnte mir den also nicht kredenzen. Der Mann dreht. Ah, wer ist denn alles da? Schaut mal, schaut mal, schaut. Weintrauben sind so lecker, oder? Beerenate, das stimmt, die sind so spitzenmäßig. Und du kriegst die nicht zu kaufen, du kriegst alles zu kaufen, jede Art von Beeren, aber keine Weintrauben. Wo seid ihr denn alle? Seid ihr noch nicht alle da? Wir holen doch den Pasquale erst, wenn ihr alle da seid. Pasquale Aliadi, wir haben vor. Oh mein Gott. Schöne Männer hat man nie für sich alleine. 2003. Es ist 17 Jahre her. Wir haben uns natürlich überhaupt nicht verändert, beide nicht, weder er noch ich, das werden wir gleich sehen. Es ist aber 17 Jahre her. Und es ist 22:17 Uhr. Ich sage euch, was kann ich euch von meinem Dasein berichten? Ich habe meinen Kindern Schuhe gekauft, weil wir jetzt auf dem Land sind. So Wanderboots für draußen, die Regen aushalten sollen, dass man sozusagen, dass sie im Regen laufen können. Die Schuhe sind klitschnass. Die Heizung ist ausgeschaltet, weil es ist ja Sommer. Sie trocknen auch nicht. Mein Sohn hat sich Blasen gelaufen. Das gesamte Spülbecken hier in dem Badezimmer ist mit Dreck voll, weil ich dann im Schweiße meines Angesichtes diese Schuhe gewienert habe, um sie wieder sauber zu kriegen. Und jetzt habe ich sie auf den Boiler gestellt, da wo das Wasser drin ist, weil ich hoffe, dass da so ein bisschen Hitzeentwicklung ist, wenn nicht jeder duscht und der Boiler wieder kalt ist und man dann die Schuhe wieder trocken kriegt. Ja, was trinke ich? Schönes Stößchen. Stößchen, ich trinke hier, guck mal, ich trinke so einen schönen Bellini, habe mir auch wieder so ein freshes Rot aus meinem Lipstick draufgetan und guck mal, so, trinke ein Bellini. Die Kinder haben Homeschooling. Ich habe immer Homeschooling. Eine Woche Schule, eine Woche Homeschooling. Wenigstens die beiden Großen sind zusammen im Homeschooling und deshalb, ja, und der Kindergarten, muss ich euch leider sagen, hätte einen Slot frei von 15:45 bis 17 Uhr. Das ist eine etwas schwierige Zeit. Seht ihr, dass ich in die Mauser komme? Seht ihr das hier oben? Dass ich komme in die Mauser, habe aber gedacht, das ist schon abgeknickt, wie sieht denn das aus? Ja, Zeitung reinstecken habe ich gemacht, dann trocknen sie auch absolut, habe ich gemacht, habe ich reingetan. Ausstopfen mit Zeitung habe ich gemacht, stehen jetzt auf dem Boiler ausgestopft. Jetzt schauen wir mal, ob der Pasquale, freut ihr euch so auf den, der ist ganz toll. Ist ein wirklich ganz toller Kollege und Mensch und mein lieber Live, wenn überhaupt. Pasquale, kriegst du das hin? Bist du da? Wo bist du denn? Bist du da? Hallo? Warten? Schick, schick die Frau. Ist das bescheuert? Hallo Elena. Ist Na? das bekloppt? Das ist das zweite Mal, wo ich, wie sagt man, live bin auf Instagram. Ich finde das total schräg. Aber du Und siehst mega aus. ja, das liegt an dieser Lampe hier. Hast du gleich das kleine Bild?
Besteck ich habe aufgestellt. nein, nein, ja, ich hab tatsächlich so ein kleines Equipment organisiert, weil ich letzte Woche ein Greenscreen-Video gedreht habe, hier zu Hause. Also quasi, wo soll man denn sonst drehen zurzeit? Ja, aber was hast du denn gedreht? Für die Fonauten ein neues Video. Das Ein wird, neues Musikvideo. ja, genau, das wird richtig durchgeknallt. Genau, und deswegen habe ich mir Lampen geholt und habe gedacht, die kann ich jetzt, eine kann ich jetzt, weil sonst ist es bei mir immer sehr dunkel am Abend. Weißt du, ich mag dunkle Beleuchtung, Ja, gezielte Beleuchtung. so ein Ich bin bisschen, du bist jetzt, sag mal, du bist so dürre. Dürr. Ja, das Du. Leben ist hart. Ich habe abgenommen. Ja, total, oder? Hier bist du ganz dünn, Ja, Pasquale. ich habe vielleicht zu wenig gegessen jetzt in der Corona-Zeit. Ja, das ist, Es kommt schon wieder. du hast zu wenig gegessen in der Corona-Zeit. Ja, ich meine, Entschuldigung, Ja. wenn ich muss kurz erzählen, wenn ich dich so lachen sehe, entschuldige, unser Film Schöne Männer hat man sie für sich allein, da hast du einen Zahnarzt gespielt. Was? Stimmt. Und es war, wenn du so lachst und diese Zähne so. Stimmt, ich habe einen Zahnarzt, ich habe es wirklich verdrängt. Ich habe tatsächlich einen Zahnarzt gespielt. Stimmt, ey, das ist lange her. Wann war das nochmal? 17 Jahre. 17 Jahre. Und wir haben uns überhaupt nicht verändert. Ja, ich bin auch. Ich trage schon Faszinatoren, damit es noch irgendwie geht. 17 Jahre, Wahnsinn. Und du warst damals noch nicht. Nun gut, man weiß nicht, ob du nicht grau um den Bart warst, weil du hattest keinen. Nee, da war ich noch nicht so grau wie jetzt. Aber es ist sehr schön. Sagst du mir mal kurz, bitte, weil entschuldige bitte, ich habe mir heute ein neues Sitzkissen für dich gekauft. Jetzt bin ich aber so nervös, dass ich mit dem Sitzkissen immer so leicht von der Toilette rutsche. Schau mal, ich habe so ein grünes Filzkissen Super. und das rutscht. Ich finde es eh super. Das ist so eine gute Idee, dass du das machst. Irgendwie das stille Örtchen. Du hast absolut recht. Da ist noch Ruhe. Aber du hast es jetzt ja kaputt gemacht, weil jetzt schon 672 Leute, 78 Leute zugucken. Eigentlich ist das ja ein privater Raum. Aber das umzudrehen ist wirklich ein genialer Schachzug von dir. Ich bin Aber sehr das sind stolz meine auf dich. privaten Freunde, Pasquale, die da zuschauen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich auch vom Klo aus, aber dann habe ich gedacht, lieber doch nicht. Bist du nie auf dem Klo? Nie, nie, ich gehe nicht aufs Klo, ich brauche Ja. das nicht. Ja, Also das ist das, das ist das, das war ja immer ich schon so. absorbiere alles. Es geht so, es fließt einfach irgendwie, oder? Dieses Entschuldigung mit den Zähnen, ich komme gar nicht drüber hinweg. Das ist blöd. Ah, übrigens, ich fand deine Tagebücher während der Corona-Zeit, weil ich finde die so gut. Ich finde das so lustig. Ich bin sehr stolz auf deinen Mann auch. Ich weiß nicht, wie er das ausgehalten hat, bei gewissen Stellen nicht zu lachen. Ich meine, mich hat es schon vorher die ganze Zeit gerissen. Ja, man muss allerdings sagen, er ist natürlich ein Meister seiner Kunst, ja. Und wir haben natürlich nur das reingestellt, was funktioniert. Es gibt natürlich, und ich möchte auch mal sagen, es wurde immer gesagt, der arme Herr Karl, ja, der arme Herr Karl hat mich fertig gemacht, wenn ich nicht gespurt habe. So sieht's aus. Ja, ist ein Profi, ne? Ach, sehr Sag mir schön. bitte, was sind denn die Fonauten? Das war doch, gab es doch damals noch nicht. Nee, die Fonauten gab es damals noch nicht. Die Fonauten sind zwei exzellente Musiker, mit denen ich auf der Bühne stehe. Und alles Multi-Instrumentalisten. Und wir sind auch sehr gute Kumpels und mögen uns sehr. Und wir haben uns der, wir nennen es Antidepressionsmusik verschrieben. Ja, hey, aber weißt du, ich meine, das passt zu diese, das passt zur jetzigen Zeit natürlich besser denn je, aber wir machen das schon seit 3 Jahren, halt immer so in der Was Winterzeit. machst du? Ich spiele Klavier oder Melodika und singe vor allem. Hast du Und du damals musst schon du, Klavier gespielt? ich spiele schon seit ich 11 bin Klavier. Also zwischen 11 und 20 habe ich eigentlich nichts anderes getan. Und als ich dann auf die Schauspielakademie bin, habe ich nebenbei halt immer Musik gemacht die ganze Zeit, aber dann nicht mehr so Wusstest du intensiv. eigentlich, entschuldige, bei unserem Film damals, da hast du doch nicht Klavier gespielt, oder? Es sei denn, es ist irgendwo eins rumgestanden in der Nee, Pause. nein, nein, aber Oder? im Film nicht, oder? Im Film Nee, nicht. nein, 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 nein. Weil wusstest du, dass die großen Liebesfilme, entschuldige, dass ich das so sage, da nimmt der Mann die Frau immer auf dem Klavier. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Da nimmt der Mann die Frau. Ich will, welcher Film? Entschuldige.
sag mal. Pretty Woman. Unten, wie er einsam in der Hotel, in diesem Restaurant, einsam am Flügel spielt und sie ihn sucht und im Bademantel runtergeht und er sie aufs Klavier setzt. Entschuldige, Twilight ist genau meine Zeit, ne, vom Alter her. Edward spielt auch Klavier. 50 Shades of Grey, der sitzt mit nacktem Oberkörper und spielt. Du hast diesen Film gesehen. Natürlich, ich und 50 Millionen andere. Ja, ich habe den habe ich nicht gesehen, aber ich hatte bei meinem ersten Instagram-Live-Auftritt mit einer Kollegin eine Lesung, wo wir 50 Shades of Grey gelesen haben, aber mit Google Translate, also schlecht übersetzt von Google Translate, von Englisch ins Deutsche, was sehr lustig war, weil viele Fehler passiert sind. Das war sehr abgefahren. Aber als ich dieses Skript gelesen habe, habe ich gedacht, ich bin froh, dass ich den Film nicht gesehen habe. Ja, aber es ist auch nicht dein Film, Pasquale. Es ist ein Frauenfilm. Hast du denn mit der, wie du das die Lesung gemacht hast, mit dem nackten Oberkörper Klavier gespielt? Nein, aber jetzt, wo du sagst, werde ich das nächste Mal, werde ich das so machen. Oh, blöd, mit nacktem Oberkörper Klavier spielen. Du, aber wirklich, oh, das ist wirklich so. Das ist der Inbegriff, ich weiß nicht, woher das kommt, der einsame Wolf, ja, der nun melodisch am Klavier sitzt und dann so, weißt du, und dann kommt die Frau von hinten und legt ihm die Hand auf die Schulter. Und weint. So, dann wirklich. Ich sag dir, ich werde jetzt einen Liebesroman schreiben, wo der Mann nackt Klavier spielt. Also ich würde mich nicht ausziehen, aber vielleicht spiele ich zum Abschluss heute ein kleines Liedchen für dich. Auf dem Klavier? Auf dem Klavier, also E-Piano. Ich habe kein Klavier. Man muss ja irgendwie jederzeit ein bisschen spielen können. Ach so, natürlich muss man das. Entschuldige, wie konnte ich denn? Natürlich, du hast ja vollkommen recht. Die Kinder schlafen schon, verstehst du? Ich kann jetzt nicht hier laut, aber mit dem E-Piano im anderen Zimmer könnte man vielleicht eine kleine Melodie. Ja, aber ist dir das nicht aufgefallen? Ich glaube zum Beispiel auch, dass der, entschuldige, wie heißt er denn jetzt? Unser großer Künstler, sag mal, der, großer Künstler? Herbert Grönemeyer. Oh ja. Da war ich im Konzert und wenn ich mich nicht täusche, hat der Mond ist aufgegangen, zum Schluss als Zugabe auf dem Klavier gespielt. Ich sage dir was, das hat irgendwas Magisches, das Klavier. Ja, ich meine, es ist wirklich so ein tolles, ich weiß nicht, ich habe es gesehen damals, als Elfjähriger waren wir zu Besuch mit meiner Tante, bei meiner Tante zu Besuch und da war ein Junge und Walter hieß der, der war 16 und der hat Klavier gespielt und ich habe dieses Klavier gesehen und war wirklich, es war Liebe auf den ersten Blick und ich habe ein Jahr lang irgendwie gebettelt bei meinen Eltern, Klavier, nach einem Jahr habe ich ihren Willen gebrochen und dann habe ich eins bekommen. Aber ich war sehr schlecht im Notenlesen immer. Ich hatte total Mühe. Ich war so schlecht in Mathe. Und als ich dann zum ersten Mal Noten gesehen habe und gesehen habe, dass da Zahlen drauf sind, 3/4, 4/4, 1/4, habe ich sofort blockiert. Und ich habe erst sehr spät dann so Notenlesen gelernt, aber nie wirklich. Ich habe immer alles ab Gehör gespielt und so. Kannst du denn heute Noten lesen? Ja, ich kann. Also ich schreibe sie mir aber alle auf und dann lerne ich das auswendig. Also so zwischen 18 und 21 war ich technisch ziemlich fit. Ich hatte eigentlich vor, Musik zu studieren. Und genau, also ich meine, die Musik hat überhaupt irgendwie den Weg in die Schauspielerei geebnet. Und ja, aber dann habe ich zufälligerweise gedacht, ich probiere es mal. Ich war am öffentlichen Besuchstag auf der Schauspielschule. Und habe dann so gedacht, könnte man doch auch ausprobieren und habe es dann ausprobiert, bin an die Prüfung und es hat dann geklappt und dann fand ich das aber auch besser, als jeden Tag 8 Stunden auf dem Klavier zu sitzen. Entschuldige, da spricht jemand, dass ich eine Praline gerade habe. Wer ist denn die Praline? Ist die Praline der Pasquale oder sind die Pralinen meine kleinen, schön eingefrorenen Weinkräuter? Stimmt, das sind immer Kommentare, guck hier ist jetzt drauf, genau. Habe 4 Jahre Orgel gespielt und kann bis heute keine Noten lesen. Ja, Jack, Hacki. Ist nicht schlimm, ne? Hauptsache, man spielt irgendwie auf dem Ding. Aber wobei, ich habe dann mit dem Adlersystem auch damals wirklich auch schwierige Stücke dann irgendwie gelernt, weißt du? Ich habe die dann einfach auswendig gelernt, Note für Note aufgeschrieben. Aber du hast wirklich ein Jahr gebettelt, dass du Klavier spielen darfst? Ja. Und hast du denn dann auch geübt? Dann saß ich nur noch am Klavier danach. Also als ich dann. Ernsthaft? Ja, ich fand's so cool. Meine Kinder. Bitte darf ich dir ein Instrument bezahlen? Bitte, üb doch.
bitte, verstehst du? Und du so, ach Mama, bitte, ein Jahr, bitte, gib mir ein Jahr. Ja, ja, ja. Wirklich? Ja, nee, das ist, also keine Ahnung, ich glaube, das ist auch, entweder man hat einen Zugang dazu oder nicht. Für mich war es, mich musste man nicht zwingen. Und bis heute noch, ich meine, jetzt ist es weniger geworden, so seit ich Schauspieler bin. Aber ich komponiere immer noch mit den Fonorten oder habe auch, wo wir gedreht haben, habe ich auch die Musik gemacht zu Bevor oder Nachdem wir gedreht haben, Baal, weißt du, mit Matthias Schweighöfer. Ja! Da habe ich auch die Filmmusik. Hast du Musik gemacht? Filmmusik mitgeschrieben und so. Ja, ja, Mucke war immer. Mucke war immer das Wichtige, um runterzukommen. Aber wenn hast du ja immer so. Ich meine, entschuldige, du weißt, ich liebe diese Figur des Schlagerstars, den du gespielt hast. Oh, Maurizio. Das ist die Maurizio ganz. Sing einmal für mich die ganz große Liebe. Ganz gut, einmal bitte. Der bescheuerste Titel aller Zeiten. Und für die, die jetzt zugucken, dein Mann hat ja hervorragend meinen Manager gespielt. Ne? Ja. Das war, das hat wirklich großen Spaß gemacht. Und das Lied ist halt großartig, weil es einen sinnfreien Refrain hat, der sich immer wiederholt. Du bist die ganz, 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 ganz große Liebe. Du bist das ganz, 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 ganz große Glück. Aber das ist doch eigentlich super. Sinnbefreit ist ja meistens am besten. Naja, das Schöne ist, wenn man das Sinnbefreite so ernst nimmt dann am Set. Das Schöne war an der Figur war ja, dass er quasi auf der einen Seite so ein Sunny Boy und alles ist gut und alles ist positiv, aber hintenrum ein widerlicher, drogensüchtiger, vergewaltigender Mistkerl war. Warst du nicht so ein Arschloch, du warst so ein richtiges Arschloch, oder? Der war mehr als nur ein Arschloch. Der also war zwar, doch so ja, ganz, also diese Frauen. Auch so musikalisch, ganz. Ja, furchtbar. Aber sowas zu spielen ist natürlich Genuss, Genuss. Aber das Schöne ist ja, wir dürfen solche Sachen spielen, deshalb müssen wir es nicht werden. Weißt du? Bitte sag nochmal. Wir dürfen die Sachen spielen, deshalb müssen wir es nicht werden. Ja, das ist das Schöne am Beruf. Man lernt ne, so weil viel. Die ist am Abgrund, ne? Also ich meine, das war natürlich eine Komödie, aber eigentlich ist ja die, in einem anderen Zusammenhang, wäre es ja gar keine Komödie gewesen, sondern hätte der Mann ja auch ein Drama. Hätte es ja, absolut. Oder? Aber genau das macht es auch immer Spaß zu erforschen, da immer wirklich ins Drama zu gehen. Also ich eigentlich in jeder Komödie. Ja. Nee, das ist schon toll. Und man lernt auch immer was Neues. Ne? Naja. Aber Pascal, du musst jetzt mal, komm, jetzt lass uns doch mal über Werbung sprechen. Ja? Werbung? Ja, Werbung für die Fonauten, weil die kennt ja keiner. Oder kennt man die? Nein, man kennt sie. Also ich meine, wir sind sozusagen noch am Anfang. Ich würde mich freuen, wenn ihr zu und mir... Und das Korkenspiel. Erzähl weiter. Ja, weißt du, wenn man bei mir auf Instagram geht, dann kann man bei, wie heißt es, Instagram TV, IGTV, das sind einige Videos, die ich dazu gepostet habe, die sehr witzig sind. Ja, also bitte, geht doch mal zu Pasquale Alianti. Der Pasquale und ich, wir sind nämlich alle nicht diese Mega-Instagrammer, die so viele Follower haben, ist auch gar nicht wichtig, aber wisst ihr, das Tolle ist, dass ihr wirklich da seid und das ist wichtig und deshalb guckt euch mal die von, ich gucke die mir jetzt auch an, die Fonauten. Und es gibt ja ein ganz großes Lied von den Fonauten und mir. Ein noch nicht weltberühmtes, aber es wird weltberühmt. Es wird. Im ganzen Balkan ist es schon berühmt und zwar heißt es Dada Dirla Dada. Hast du das da? Das musst du da gucken, unbedingt. Aber kannst du das nicht, hast du es nicht zum Abspielen jetzt im Hintergrund? Ah, jetzt so? Nein, peinlicherweise nicht. Doof, ne? Wie, aber ich glaube, der Sound war auch nicht gut. Bitte? Ja, aber wo ist es denn? Auf IGTV. Also aber am kannst besten, du das nicht anmachen? Dann müsste ich jetzt zum Laptop. Das wäre irgendwie, glaube ich, soll ich das mal machen? Also du, versuchen. Das, nee, du lässt das so eingestellt, gehst weg und holst den Laptop her. Okay. What? Lass mich da stehen. Okay. Genau. Was sehe ich da? Oh, wo sind wir jetzt? Das sind Kinderbücher. Ja, sehr gut. Da, schau mal. Siehst du? Oh, da, hier, Bagger, der Schaufelbagger, mit dem richtigen Geräusch. Also, oh, das hab ja, ich ja. Auch. Guck mal, ja, das ist ja Thema. Nicht so, dass ich auf der Toilette... Ne, soll ich echt mal holen? Ja, hol dann, natürlich holst du okay, es jetzt, okay. Du jetzt hören, dass ich mich auf Pixi-Bücher hätte. Ich kann euch in der Zeit ein Heumilch-Pixi-Buch vorlesen. Juhu, es wird Heu gemacht. Es ist ja so, wenn es 3 Tage warm ist, dann wird ja auf dem Land Heu gemacht. Seid ihr eigentlich überhaupt alle da? Hallo?
Wie geht's euch denn? Habt ihr eine Frage an den Pasquale? Dann schreibt es jetzt, weil jetzt kann ich mich auf eure Fragen konzentrieren. Ist natürlich immer ein bisschen zeitversetzt, das Ganze, aber jetzt kann ich mich konzentrieren. Guck mal, ich schwitze schon wieder. Ich sollte schon mal wieder mein Klopapier nehmen, für was ich noch nicht gesponsert werde. Ja, aber bald. Bald ist es soweit. So. Ihr Lieben, Groß-Tanja, ich grüße dich. Leo Beo 1412, das ist spitze. Doc, warte, das geht zu schnell, es geht zu schnell. Hallo? Jetzt, doch, wir müssen das mal anhören, oder? Was machen wir auch? Hey, Milchpixies, natürlich Milchpixies. Was meint ihr, was ich hier noch alles habe? Und dann habe ich auch noch Abenteuer bis ab. Ich bin wieder da. Yes! Hallo! Also, warte, jetzt muss ich da hier mal das auf voll machen. Ja, Rot steht mir überhaupt sehr gut. Und der Pasquale, auch dass du das rote Sofa extra für mich ins Wohnzimmer gestellt hast. Ja, ne? Ja. Ja. Rot ist eine tolle Farbe. Ich liebe Rot auch. Oder? Rot ist einfach, oder? Ach. Siehst du das? Ja. Das ist mein Mund. Wirklich? Soll ich jetzt auf Play drücken? Aber ja, ich weiß nicht, wie es klingt. Jetzt. Okay. Okay. Oh, wie sagen wir mal den Refrain? Wie geht der? Oh, dirla da, dirla da da. Probier's. Oh, dirla da, dirla da da. O dirla da, dirla da da. Da, da, dirla da da. Da, da, dirla da da. O dirla da, dirla da da. Da, da, dirla da da. Da, 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 dirla da da. O dirla da, dirla da da. Da, 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 dirla da da. O dirla da, dirla. Genau. Weißt du, was das für einen Ursprung hat? Die Geschichte dazu ist ziemlich cool. Und zwar Anfang 60er hat Captain Pantelis, ein Kapitän, der mit Schwammtauchern um die Insel Kalymnos war unterwegs und hat mit seiner Crew nach Schwämmen getaucht. Und das ist ja nicht ganz ungefährlich. Und hat nach Schwämmen getaucht? Captain Pantelis Yinis. Warte. Dazu kommst du bitte, ihr Lieben da draußen, während der Pasquale das erzählt, machen wir Kopf über Kopf. Und ihr fotografiert das und schickt uns das. Pasquale, komm mal näher, das sammle ich nämlich. Wie? Komm mal her. Ich gehe runter, du gehst hoch, dass du mein Gesicht wärst und nicht deins. Nee, Pasquale, was machst du denn da? Nein, du musst, guck mal. Du musst hoch. Geh hoch mit dem Gesicht. Ah, so. Ja. So, und jetzt erzähl das bitte. Warte, du musst ein bisschen runter, man muss deine Nasenspitze sehen. So? Ja. Also es gibt Captain Pantelis ist ein Schiffstaucher. Ein Kapitän von Schwammtauchern. Ich bin schon völlig durcheinander. Und der hat quasi mit seiner ganzen Crew dieses Lied entwickelt, also diesen Refrain, und zwar als gute Laune, um die Schwammtaucher zu ermutigen. Und ich kann mich nicht konzentrieren. Du musst ein bisschen weg mit dem Gesicht. Guck mal, du musst es so. Genau, so. So, jetzt. Ja. So, jetzt erzähl. Nein, du musst ein bisschen zurück. Dein Gesicht ist zu breit, Pasquale. Es war doch voll. Ja, warte. Bleib du stehen, ich mach mal. So. Aber deine Nasenspitze fehlt. Wir haben keine Nase mehr. Das Kind hat keine Nase mehr. So, scheiße. So, jetzt. Und der hat die Leute zu. Das ist genau. Super. Jetzt Foto. Lachen, Pasquale, lachen. Blöd. Ist das echte Bescheuert. Naja, auf alle Fälle hat der Mann hat dann, um seine Crew zu erheitern, hat er irgendwelche Sprüche erfunden, wie zum Beispiel, keine Ahnung, und heute habe ich Instagram Live-Account und dann alle da, da, dirla, da, da. Und bald sind wir wieder zu Hause. Da, da, dirla, da, da. Und dieser Song, diese Sprüche, die sind irgendwie nach Athen gewandert. Es gab irgendeinen Sänger, der hat das dann tatsächlich quasi auf Platte gebracht damals. Ja. Das wiederum hat dann der damalige Weltstar
Dalí da gehört in den 70ern. Die hat eine Coverversion gemacht und das wurde ein Welterfolg. Und es gibt in der Zwischenzeit hunderte von Versionen in Bezug auf dieses Da, da, dirla, da, da. Und ich kenne es als kleines Baby, hat mir das meine Mama schon damals vorgesungen, ne? Immer so vorgeklatscht, da, da, dirla, da, da. Und dann habe ich, als der Lockdown war, zu den Jungs gesagt, wir müssen einen durchgeknallten Anti-Corona-Depressions-Song schreiben. Und habe gesagt, hey, das würde extrem passen, habe einen eigenen Text dazu geschrieben und so ist es entstanden. Um quasi in den vier Wänden ausrasten zu können, weil wir durften ja nicht raus. Dass man sozusagen so, selber, war, lass uns noch einmal den Refrain, da, da, nochmal, sag nochmal den Refrain. Weißt du, Pasquale, was ich dir sagen muss, was ich jetzt schon sehe, ja, ich glaube, das könnte ein mega Sommerhit werden, aber es ist, glaube ich, sehr viel Kunst dabei. Sagst du mal, jetzt warst du, glaube ich, kurz weg. Es ist sehr viel Kunst dabei. Ich habe lange dran rumgeschraubt. Weißt du, es ist. Wir haben alles mit iPhone, das ist alles mit iPhone und Final Cut, weißt du, haben wir das irgendwie alles irgendwie über FaceTime, über Zoom und was es gab. Wir hatten eine Aufnahme, wo wir noch vor dem Konzert, das ist echt traurig, wir waren so gut unterwegs, wir hatten so viele Konzerte gehabt und wir haben vor einem Konzert noch schnell eine Dreieraufnahme gemacht und alles andere haben wir wie getrennt voneinander aufgenommen und ich habe das zusammengefügt. Ich bin jetzt in der Zwischenzeit Final Cut Cutter. Wirklich? Und ja, ich bin voll der Nerd geworden. Also ich liebe das. Hast du das auf deinem Laptop drauf oder was? Ja. Also das ganze Video habe ich jetzt, das war meine Corona-Beschäftigung. Aber so hat. Und ich habe mir schon das nächste gedreht, also ihr könnt euch freuen, das wird richtig. Und das ist aber nur auf Instagram zu sehen? Nein, auf YouTube, Instagram, auf allen Social-Media-Kanälen und so. Und ich hoffe, dass wir bald wieder auftreten dürfen, weil ich kann wirklich garantieren, man geht vielleicht traurig rein, aber man kommt glücklich raus. Und ich würde gerne kommen. Unbedingt, wirklich unbedingt. Ich würde gerne kommen und sag mir noch kurz, auf YouTube heißt du dir la da da dir la da? Oder wie heißt es? Auf YouTube heißt es also Pasquale Aleardi und die Fonauten. Ne? Und dann findet man es. Dann steht da. Fonauten? Dada, Dirla, da. Warum Fonauten? Weil. Wie heißt Fonauten? Ja, ich weiß, es hat was Ähnliches. Also Fonauten quasi Klangmatrosen. No? Es gibt auch die Argo, es gibt auch die Argonauten. Die Jungs sehen sich als Klangkünstler und das sind sie wirklich. Also unabhängig von jeglichen Texten und so, es ist wirklich extrem cool, mit denen auf der Bühne zu sein. Du, da vermisst jemand dich. Wir vermissen euch so. Ja, siehst du? Ah, da war bestimmt jemand am Konzert. Hier schreibt jemand, ich lerne Klavier spielen. Pasquale, ich fand dich im Pubertier klasse. Vielen Dank, Claudia Hills. Das hat echt Spaß gemacht, den Film zu drehen. Schade, dass es nicht weiterging. Ich glaube, ich komme langsam auf den Geschmack mit Insta Live. Ja, das ist super. Das ist was ganz. Ich finde, das ist so schön miteinander. Verstehst du? Man kann machen, was man will. Und Menschen sind mit uns. Wir sind sozusagen, wir sind eine kleine verschworene Gemeinschaft. Die 654 Leute und wir, ihr Lieben da draußen, oder? Wir sind eine kleine verschworene Gemeinde. Und der Pasquale, weil es ist ja schon wieder 22:44. Ich kriege jetzt wieder Ärger, wenn ich dich abhänge. Oh. Ja. Aber du darfst dich jetzt ausziehen, Pasquale. Ich werde mich natürlich nicht. Nein, ich werde mich nicht ausziehen. Aber ich möchte. Aber soll ich dir ein gute Nachtliedchen? Soll ich dir ein gute Nachtliedchen spielen? Am Klavier. Ja. Mal gucken, ob ich das irgendwie. Okay, warte. Guck mal, oh Gott. Ihr Lieben, Pasquale Aleardi spielt jetzt. Guck mal, also ich meine, das ist schon. Deshalb weiß ich auch. Hörst du was? Das funktioniert in diesen Filmen, weißt du? Ich sitze jetzt hier und werde ganz.
Willst du was Klassisches oder was oder Filmmusik, was Trauriges? Nee, ich möchte ein Schlaflied. Oh Gott. Okay. Also entweder du spielst für Elise. Nein, komm. Das nee, kannst du? Du kannst aus dem Kopf für Elise spielen? Ja, na klar! Was war alles? Ich mache jetzt, mach jetzt schöne Filmmusik und du kannst mich einfach wegschalten, okay? Nein, ein Schlaflied. Schlaflied, keine Ahnung. Was mir singst du deinen Söhnen vor? Nichts. Mir fällt jetzt nur Chopin ein. Nein, dann möchte ich. Warte, dann der Mond ist aufgegangen. Ich kann nicht, der Mond ist aufgegangen, nicht so aus dem Essen. Warum denn nicht? Weil ich, keine Ahnung, ich weiß ja nicht mal, wie dieses Lied überhaupt funktioniert. Und Schlaf, Kindlein, Schlaf? Oder weißt du, wie viele Sternlein stehen? Nee, ich kann keine Schlaflieder auf dem Klavier. Das stimmt, du hast recht, das ist eigentlich eine Katastrophe, wenn man Kinder hat, kleine. Aber den spiele ich immer anderes, den spiele ich tolle Dinge vor, verstehst du? Spiel mal was. Ja. Guten Abend, guten Abend. Nein, es ist einfach schön. Klavier ist schön. Es ist einfach cool. Es ist und deshalb ist es auch in all diesen Filmen, verstehst du? Da wird man weggetragen. Ja. Okay, du spielst jetzt noch eins und dann mache ich dich aus. Okay. Weil unsere Beziehung endet jetzt hier, Pasquale. Sehr gut. Aber du musst gucken. Entschuldige, man muss dich schon sehen. Man muss dich schon klar. Ich bin zu alt und ich bin zu sentimental. Ja, wir sehen uns am Sonntag, wenn es wieder heißt, Ulig, stilles Örtchen, endlich mal in Ruhe reden. Und da kommt die Nina Bott zu mir und darauf freue ich mich total. Mit der habe ich auch gedreht und vor allem habe ich mit der einen ganz tollen Podcast jetzt aufgenommen. Die hat einen ganz tollen Podcast. Ich zähle letztens drei und da war ich zu Gast. Und müssen wir auch mal eine Frau holen, oder? Und am Donnerstag kommt die Stefanie Hertel und dann kommt der Jan Sosniok und ganz bald kommt auch der Oliver Mommsen. Und ich hoffe, ihr seid immer dabei und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bitte kommt Sonntag wieder und erzählt es weiter, damit das stille Örtchen noch lange bestehen bleibt, weil es macht ja auch nur Spaß, wenn ihr dabei seid. Sonst ist das stille Örtchen ja zu still. Vielleicht auch, oder? Also, jetzt kommt der Jingle. Das war's, ihr Lieben. Einen schönen Donnerstag. Und einen guten Start ins Wochenende.